CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Müller, wo waren Sie eigentlich die letzten 8 Jahre? Was haben Sie eigentlich nicht mitbekommen, was in den Jahren seit 2005, 6, 7 im Bereich Kindertagesbetreuung, Ausbau der Qualität passiert ist in diesem Land? Bevor ich allgemein einiges sage zu dem neuen wichtigen Programm, was jetzt auf den Weg gebracht wird, noch mal zu Ihren Bemerkungen mit dem Qualitätsgesetz. Da diskutieren wir lange drüber. Wir haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe des zuständigen Ministeriums und die arbeitet zusammen seit 2016 mit den Ländern. Es ist nämlich, Herr Müller, eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen den Ländern, die bekanntermaßen ein hohes Interesse auch heute wieder haben an der Debatte, wenn wir Gelder ihnen zur Verfügung stellen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung, und des Bundes. Und daran werden wir festhalten. Wir werden nicht zu 100% den Bereich Kindertagesbetreuung übernehmen und wir werden auch nicht zu 100% die Kosten für den Ausbau unternehmen. Wir erwarten von den Ländern Unterstützung. Warum haben wir das gemacht seit 2005, seit 2006, als Frau Merkel Bundeskanzlerin wurde und damals Frau von der Leyen Familienministerin? Weil wir wissen, erstens, Kindertagesbetreuung ist wichtig unter bildungspolitischen Gesichtspunkten. Frühe Bildung, Kreativität den Kindern beizubringen. Zweitens, integrationspolitisch, Sprache, Integration. Gerade vor dem Hintergrund, dass mehr und mehr Kinder in Deutschland jetzt leben, die aus fremden Kulturen kommen, die dringend integriert werden müssen, die dringend die Sprache erlernen müssen. Und drittens auch arbeitsmarktpolitisch. Frau Ministerin hat es angesprochen, mehr und mehr Familien wollen frei entscheiden, wie sie ihre Erwerbstätigkeit und ihre Familienzeit einteilen. Das heißt, wir müssen und sollten auch Angebote machen, übrigens auch für die Wirtschaft. Denn die Wirtschaft braucht Fachkräfte und wer Fachkräfte braucht, muss sie qualifizieren oder aber muss auch auf die Fachkräfte zurückgreifen, die bereits ausgebildet sind und die wieder als Fachkraft arbeiten wollen. Und auch deswegen ist das Thema Ausbau der Kindertagesbetreuung wichtig. Und man hat ja bei Ihnen gemerkt, Herr Müller, dass Sie jetzt hier unter die Grete im Fisch oder das Haar in der Suppe suchen, weil Sie klar, und das können wir ja feststellen, zwischen ob wir auf der Seite sitzen oder in der Mitte sitzen, sagen, alle sind wir uns einig bei der Bedeutung des Ausbaus der Kindertagesbetreuung. Und ob Wirtschaftsvertreter oder Familienpolitiker, alle sagen, wissen, dass dieses in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte ist. 100.000 zusätzliche Betreuungsplätze, und es wurde angesprochen, nicht nur für den U3-Bereich, also für den Krippenbereich, sondern auch für den Bereich bis zur Einschulung. 1,126 Milliarden Euro, die jetzt in diesem mittlerweile vierten Programm noch mal investiert werden von Seiten des Bundes. Ich habe es angesprochen, zu sagen, was die Bedeutung der Kindertagesbetreuung, wie unsere Bedeutung oder die Bedeutung sehen. Deswegen will ich noch auf einen Punkt kommen. Wenn wir von einer gemeinsamen Aufgabe sprechen zwischen Ländern und Bund, die jetzt ja auch diskutiert wird, die ja auch gemeinsam finanziert werden muss, denn die finanzielle Absicherung ist ja auch eine Aufgabe dieser Arbeitsgruppe, dann müssen wir uns natürlich auch mit den Forderungen des Bundesrates beschäftigen. Und ich will das ganz offen an dieser Stelle sagen, es gibt ja 3 wesentliche Forderungen des Bundesrates. Zum einen die Fristen zu verlängern. Ich glaube, dem werden wir zustimmen können, weil wir haben gemerkt bei den ersten 3 Programmen, dass natürlich die Beantragung und das ganze Verfahren sehr lange dauert. Heißt also, wir sollten die Freiheit geben, auch die Fristen zu verlängern. In 2 Punkten werden wir aber auch ganz deutlich machen, dass wir das als problematisch ansehen. Das eine ist der Wunsch, dass wir bei gewissen schnellen Ausbauverfahren 100% der Kosten übernehmen sollen als Bund. Da sagen wir ganz deutlich, nein, wir wollen, dass Länder und Kommunen auch in ihrer Verantwortung bleiben. Und zweitens, wir brauchen diese Plätze, Angebot schafft Nachfrage. Und wir wissen, im Bereich der 3- bis 5-Jährigen liegen wir bei ungefähr 95% Ausbau und 97% Bedarf. Das heißt, wir haben noch eine kleine Lücke. Und deswegen werden wir auch ganz deutlich sagen, wenn wir das Geld ausgeben, dann wollen wir, dass neue Kita-Plätze geschaffen werden. Das werden wir auch gegenüber den Ländern deutlich machen. Die gestiegene Geburtenzahl, Zuwanderung von Flüchtlingskindern geben natürlich auch für uns den Anlass, dass wir sagen, wir müssen diesen Ausbau und werden diesen Ausbau dringend fortsetzen müssen. Es wurde bereits angesprochen, das vierte Programm, 3,28 Milliarden Euro, wurden bereits bereitgestellt von Seiten des Bundes in dem Programm 08/13, 2013, 14 und 15 bis 18. Und noch einmal zur Unterstützung der Länder. Eigentlich haben wir gesagt, wir investieren. Wir wollen dieses Investitionsprogramm auf den Weg bringen oder haben die auf den Weg gebracht. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir noch die Betriebskosten mittragen. Die in den ersten Jahren 845 Milliarden Euro, jetzt noch mal 100 Millionen Euro mehr, heißt fast 1 Milliarde jährlich für eine originäre Aufgabe der Länder. Ich finde, das können Sie nicht abtun, als wenn sich der Bund nicht beteiligt. Im Gegenteil, der Bund beteiligt sich zu Recht. Wir wissen um unsere Verantwortung. Wir erwarten aber auch sozusagen, dass man dann gemeinsam mit den Ländern schaut, wo die Länder ihrer Aufgabe nachkommen können. Ich habe es gesagt,
Kindertagesbetreuung, der Ausbau für den Bereich Chancengerechtigkeit, für die sprachliche Entwicklung von Kindern, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und auch das Thema, auf das ich jetzt zu sprechen komme, ist nicht unwichtig, nämlich der Ausbau der Kindertagesbetreuung verringert auch das Armutsrisiko aller Familien mit Kindern bis 12 Jahren deutlich, nämlich um rund 7 Prozentpunkte. Und ich will zitieren Professor Dr. Holger Bonin, der in der Anhörung am Montag zur Kinderarmut Folgendes gesagt hat: Weiterhin demonstrieren die Ergebnisse der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen die zentrale Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität von Familien. Unter den untersuchten Leistungen sticht die öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung heraus. Sie entfaltet substanziell positive Wirkung auf alle Kernziele der Familienpolitik. Das, glaube ich, noch mal bestätigt, dass das der richtige Weg war, den wir eingeschlagen haben. Und jetzt kommt eine Debatte auf in diesem Land. Wir sagen, Ausbau ist wichtig, wir sagen, Qualität ist wichtig. Und ich glaube, außer Bremen erfüllt noch kein Bundesland sozusagen die Standards, wenn man sich anschaut, der Relation Erzieherinnen und Erzieher zu Kindern. Da haben einige Länder, es gibt ja die Vorgaben 1:3 oder 1:4, je nachdem, was man präferiert, ob Bertelsmann oder OECD. Die meisten Länder, gerade im Westen, schaffen das noch nicht. Das heißt, wir haben noch ein Qualitätsproblem. Obwohl wir, komme ich gleich zu, viele Maßnahmen über den Bund auch finanziert haben zum Ausbau der Qualität. Trotzdem haben wir noch ein Defizit. Und ich finde, da muss man Prioritäten setzen. Geld kann man nur einmal ausgeben. Und wenn ich jetzt höre, dass dann so posaunt wird, dass man dann einfach die Beiträge alle abschaffen will, dass es keine Elternbeiträge mehr gibt, dann muss ich sagen, oder muss ich kritisch hinterfragen, ob das die richtige Prioritätensetzung ist. Zwei Dinge dazu. Das erste ist, einige Länder haben bereits, weil das ihre originäre Verantwortung ist, der Ausbau der Kindertagesbetreuung, bereits zum Beispiel das Jahr vor der Einschulung kostenfrei gestellt. Andere Länder, wie mein Bundesland, die 5-stündige Grundbetreuung auch kostenfrei gestellt. Andere Länder haben weniger gemacht. Einige haben höhere Elternbeiträge, andere haben geringere Elternbeiträge. Und, was zentral ist, einige haben eine sehr kluge soziale Staffelung. Denn es ist natürlich so, dass die Elternbeiträge nicht dazu führen dürfen, dass Kinder gerade aus bildungsfernen Schichten abgehalten werden, die Kindertagesbetreuung wahrzunehmen. Und deshalb bin ich Verfechter der Meinung, dass ich sage, diejenigen, die mehr verdienen, die können dann auch sich daran beteiligen in einem gewissen Maße. Ich weiß, wir müssen den Mittelstand entlasten. Wir müssen die Eltern entlasten, damit wir auch die Freiheit der Eltern stärken in dieser Frage. Aber ich sage eins ganz deutlich. Solange wir den Ausbau noch nicht geschafft haben, solange wir die Qualitätsstandards noch nicht geschafft haben, sollten wir die Priorität auf Ausbau und Qualität legen und nicht auf das Thema Beitragsfreiheit. Ich gönne es allen Eltern, aber die Wahrheit ist eine andere. Wir reden hier über einen 2-stelligen Milliardenbetrag, der gerade aufgerufen wird. Das kann man ja gerne im Wahlkampf machen. Da muss man aber auch sagen, was man nicht macht. Da muss man sich entscheiden und Schwerpunkte setzen. Und ich sage ganz deutlich, 20, 25, 30 Milliarden Euro dafür auszugeben von Seiten des Bundes, das, glaube ich, wäre ein Problem. Da wäre es mir lieber, dass wir daran weiterarbeiten, was wir gemacht haben, nämlich schrittweise Qualitätsprogramme zu entwickeln, dass wir sagen, Kita-Betreuung an Randzeiten bauen wir mit aus, dass wir das Thema, wurde angesprochen, Kita Plus, weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist, dass wir das unterstützen, oder Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist. Lieber hier gezielt investieren, wo Bedarfe sind, anstatt mit der breiten Gießkanne etwas auszuschütten, wo ich mal sage, auch besser verdienen oder sogar Reiche, die können sich vielleicht mit kleineren Beiträgen auch an dieser wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe beteiligen. Ich finde es erstaunlich, dass ich als Christdemokrat solche Positionen jetzt hier vertreten muss. Aber anscheinend ist es notwendig, weil man, glaube ich, momentan sehr offen und sehr frei Geld ausgibt, was gar nicht vorhanden ist. Wir warten ja in den nächsten Monaten noch weitere nette Programmpunkte. Und irgendwann machen wir mal eine große Rechnung. Kollege Rix, der freut sich schon. Ob die Zweistelligkeit des Milliardenbeitrages da gesichert ist, das weiß ich nicht. Bleibt im Fazit Folgendes festzuhalten. Seit 10 Jahren ungefähr haben wir eine hohe Unterstützung der Länder gewährleistet in diesem Bereich, weil sie wichtig ist, die Aufgabe. Wir haben Qualität und Quantität erweitert. Diese Maßnahmen wirken, die einzelnen Programme wirken. Ich glaube, daran sollten wir weiterarbeiten. Und dann kommen wir noch mal, letzter Punkt, zur Kooperation. Wir werden ja im Frühjahr nächsten Jahres oder dieses Jahr, im Jahr 2017, also in diesem Jahr, werden wir ja sehen, was die gemeinsame Arbeitsgruppe feststellt für eine Qualitätsoffensive und auch, wie die finanzielle Absicherung gewährleistet werden soll. Ich bin da sehr optimistisch, dass man, wenn man kooperativ verhandelt, dass man das hinbekommt. Aber eins noch einmal sagen wir auch ganz deutlich, wir unterstützen gerne, aber es hat auch alles seine Grenzen, denn wir haben noch weitere Aufgaben als Parlament hier des Bundes, und ich glaube, die müssen wir auch angehen. Insoweit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Dr. Franziska Brandner für die Fraktion Bündnis.